Ja, dann begrüße ich Sie alle zu unserer letzten Vorspieltagspressekonferenz der Saison 2016-17. Bei uns der Cheftrainer des HC Erlangen, Robert Andersson, René Selke, der Geschäftsführer, und Johannes Bayer, der heute Morgen seinen Vertrag beim HC Erlangen um ein Jahr verlängert hat. Wir wollen wie immer erstmal um Sportliche kümmern und auf Jo dann nachher zurechtkommen. Und Robert, wie wirst du die Mannschaft auf das letzte Spiel dieser Saison vorbereiten? Ja, wir werden versuchen, alles zu geben. Letztes Spiel, versuchen alle die letzte Kräfte im Körper, Kopf rauszukriegen, über 60 Minuten. Das wollen die Jungs auch. Das hat man auch die letzte Woche gesehen. Man sieht es auch noch mehr diese Woche, finde ich, dass die ein gutes Spiel machen wollen. Ich finde es auch super, dass wir letztes Spiel zu Hause haben, in unserer Halle, für unsere tolle Fans, dass wir da zum Abschluss zusammen diese Saison feiern können oder abschließen können. Und auch ein Abschluss für die Mannschaft, finde ich, nach zwei hervorragenden Jahren mit einer fantastischen Entwicklung. Also erstmal durchmarschieren in zweite Liga. Und dann wissen wir auch, wir haben vor ein paar Monaten darüber gesprochen, das passiert jedes 10. Jahr, dass ein Aufsteiger so eine Saison spielt, das haben wir gemacht. So, ich freue mich drauf, dass wir in dieser Halle diese letzte Spiel machen können. Ich hoffe auch, dass ein paar Spieler dieses letzte Spiel auch ein bisschen genießen können, vor allem die uns verlassen. Aber wir werden voll motiviert sein und versuchen auch, einen guten Gegner. Selbstverständlich kommt Magdeburg mit einer unglaubliche Serie. Die spielen auch um Champions League Quali, sodass es hier eine Mannschaft kommt, die auch guten Handball zeigen wollen, auch gewinnen wollen. Das macht es natürlich auch ein bisschen leichter für uns, dass wir da selber das machen wollen. So, wir freuen uns auf das Spiel und ich hoffe, wir können da die letzte Kräfte und selber ein gutes Spiel machen, weil das haben alle Spieler, alle im Trainerteam für unsere eigene unglaubliche Publikum verdient und einen schönen Abschluss auf diese schöne Saison. Danke. Danke, Robert. René, Robert hat es angesprochen. Was dürfen die Fans denn erwarten am Samstag? Ja, ich denke mal zuallererst natürlich ein sehr spannendes und sehr gutes Handballspiel, weil mit Magdeburg erwartet uns natürlich auch ein sehr, sehr starker Gegner, die jetzt, glaube ich, dieses Jahr noch kein einziges Spiel in der Liga verloren haben, auch noch eine kleine Chance haben, Robert hat es gesagt, die Champions League zu erreichen. Also die werden hier wirklich alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite wollen wir uns natürlich hier auch vernünftig verabschieden. Wir wissen, es ist jetzt nur noch einmal alles reinwerfen und dann ist, glaube ich, die wirklich verdiente Pause angesagt. Deswegen, da sollte die Motivation noch sehr hoch sein, da sich nochmal vom eigenen Publikum wirklich gebührend zu verabschieden. Gerade auch die Kameraden, die uns verlassen, nochmal alles zeigen und sich auch von den tollen Fans, die uns wirklich über die ganze Saison getragen haben und auch diesen Erfolg mit möglich gemacht haben, nochmal auf Wiedersehen zu sagen und ja, danach gemeinsam auch diese tolle Saison zu feiern. Wir werden dann noch ein bisschen was in der Halle haben. Unser Partner Tucher wird die trockenen Kehlen mit Freibier füllen können und auch drumherum, dass man nochmal auf der Fläche mit dem ein oder anderen Spieler ins Gespräch kommen kann und sich das ein oder andere Autogramm holen kann. Ich glaube, da ist für alle was dabei und dass wir dann einfach diese wirklich mehr als gelungene Saison gebührend zum Abschluss bringen und feiern können. Also da freuen wir uns alle sehr drauf, die Mannschaft auch im Hintergrund und die Fans mit Sicherheit auch und dementsprechend, ja, freuen wir uns schon auf den Samstag. Danke, René. Jo, jetzt wir haben es vorhin besprochen, du hast eine unglaubliche Quote. Du hast in dieser Saison viermal aufs Tor geworfen und hast viermal versenkt, davon dreimal gegen Niklas Landin. Was war das für ein Erlebnis für dich letzte Woche da in Kiel? Ja, war natürlich ein unglaubliches Erlebnis, also überhaupt mal auflaufen zu dürfen in so einer tollen Halle und dann auch noch gleich zu treffen. Also es hat schon riesen Spaß gemacht und auch nochmal extra Motivation gegeben, jetzt noch weiter Gas zu geben. Danke dir. Zeit für eure Fragen. Der Flo Pöllmann von der Nürnberger Zeitung beginnt. Frage an Trainer.
Jetzt habt ihr, du hast schon erwähnt, wirklich eine sehr, sehr gute Saison von Aufsteiger gespielt, wart sehr frühzeitig gerettet. Kurzzeitig dachten auch zumindest im Umfeld nicht wenige schon an Europa. Wie wichtig ist es denn tatsächlich, das letzte Spiel sehr positiv zu gestalten, um den Gesamteindruck vielleicht nicht zu schmälern? Ja, also wir wollen das ja, dass man letzte Spiele alle gute Erinnerungen haben. Uns selber natürlich, Spieler, Fans und. Dafür werden wir alles geben, alles versuchen. Aber ich finde trotzdem, wenn das nicht uns gelingt oder man gegen eine Top-Mannschaft nicht alles klappt. Also wir haben trotzdem eine wahnsinnige Jahr gehabt oder fast, oder ich sage immer 2 Jahre, weil das war wahnsinnige 2 Jahre, finde ich. Und so, ich finde trotzdem ist es, aber wir werden versuchen, wie du sagst, mal wir selber mit diesem gutes Gefühl aufhören, und dafür werden wir alles tun. Ähnliches hattest du auch schon letzte Woche vor Kiel gesagt. Die Mannschaft will unbedingt, brennt in Kiel, ist natürlich immer was Besonderes. Macht ihr diese Woche nochmal irgendwas anderes? Kann man da überhaupt irgendwas anderes machen? Nein, wir haben nicht so viel geändert. Aber man sieht, die Jungs, die wollen das auch. Die trainieren fleißig, die trainieren gut, aber die haben auch noch mehr Lockerheit, Spaß. Die wollen diese letzten 60 Minuten gemeinsam genießen auch. Selbstverständlich mit alles, was dazugehört am Spielfeld, Kampf, Einstellung und so weiter. Aber so, ich sehe das fürs Spiel sehr, sehr positiv, wie wir jetzt die letzten Tage uns hier vorbereiten. Gibt man so ein Spiel gegen die Mannschaft des Jahres an, muss man sagen. Ja. Die haben ihr letztes Spiel in der Vorrunde gegen Kiel verloren, haben seitdem überragende Ergebnisse, ein paar Punkte haben sie abgegeben, gut. Ja. Aber ansonsten Wahnsinnsmannschaft eigentlich. Klar, ich finde auch, dass man muss ganz ehrlich sagen, Magdeburg sind auch ein kleiner Favorit. Die haben ich glaube 20, 21 Spiele ohne Niederlage gehabt, wahnsinnige Serie, sodass es schwer wird. Aber wir haben auch in Magdeburg gezeigt, was wir können, dass wir so eine Mannschaft schlagen können und so weiter. So, wir machen weiter bis zum Schluss, kriegen wir eine gute Start, gute Abwehr, Torwart selbstverständlich. Wir müssen da ein paar Spiele im Griff kriegen, Darmgard mit seiner Schnelligkeit und so weiter, dass da nicht in Alleingang 5, 6 schnelle eigene Tore machen, Spiel lange offen halten. Ein bisschen wenig technischer Fehler als die letzten zwei Spieltage muss auch sein, aber kriegen wir das hin, haben wir sehr gute Chancen, und das Spiel zu gewinnen, und daran arbeiten wir. Mhm. Wenn man so die Videos schneidet oder anschaut im Vorfeld, geht man da eher an so Spiele ran, die Magdeburg schlecht gespielt hat? Zu Hause mal gegen Hannover beispielsweise? Obwohl das ja schon ewig her ist, oder dann so ein Brett wie letzte Woche, wo sie den Bergischen abkoffern? Nein, also wir gucken beides, was die gut machen, aber da muss man auch sehen, was die Spieler gut machen, aber auch was die nicht so gut machen, da sehen wir unsere Chancen, und wir gucken selbstverständlich auch ein bisschen von unserem Spiel, was wir da gut gemacht haben, kann man immer noch so, das ist eine Mischung von beides. Frage an den Jo. Das ist jetzt dein Vertrag um ein Jahr verlängert. Ist das sowas, wo man sich dann schon mal selber auf die Schulter klopft, oder was eher so Ansporn ist, noch mehr Gas zu geben? Ja, man versucht natürlich immer noch mehr Gas zu geben im Training, sich weiter zu präsentieren, dass man vielleicht noch mehr Minuten spielen darf. Und ja, also es ist nochmal Ansporn auf jeden Fall. Steffen Brandes hat deine unheimliche Quote schon angesprochen. Ist vielleicht so dein Vorteil, gar nicht lang überlegen, sondern einfach machen? Ja, also ich darf quasi unbedarft reingehen und kann dann auch einfach aufs Tor werfen, und hatte dann das Glück halt, dass die Tore dann auch gefallen sind. Und ja, also war schon etwas Glück dabei auch. Ein Trainer, hat sich der Jo mit so einer Einstellung vielleicht auch mal ein paar Anfangsminuten verdient, oder muss man da schon noch Geduld haben? Ich glaube, nächste Saison auf jeden Fall. Also der hat auch eine wahnsinnige Entwicklung, wie viele von unseren eigenen Jungs.
sehr fleißig, trainiert unglaublich gut in vielen Bereichen. Jo hat sehr, sehr viel in sich. Da muss einfach nur diese Praxis von erster Bundesliga, jetzt sind wir auch aufgestiegen mit zweiter, natürlich auch sehr, sehr gut, dass er da noch eine Stufe höher, aber der hat das Zeug, um auch eine sehr gute Spieler beim HC Erlangen zu werden, auf jeden Fall. Was darf man denn an Zuschauern erwarten am Samstag? Ja, also ich meine, natürlich ist in der Ferienzeit immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite haben wir das letzte Saisonspiel. Mit den Verabschiedungen der Feier danach werden wir mit Sicherheit die 4.000 überschreiten. Wie weit, werden wir sehen. Aber wir werden diese Zweidrittel-Variante, wie ich es gerne nenne, mit einem Vorhang bespielen. Und ja, das Spiel wird gut besucht sein. Aber ich denke, wer die Jungs jetzt noch am Samstag sehen möchte, das letzte Event des Jahres mitbekommen möchte, der ist herzlich eingeladen. Um 16 Uhr, wohlbemerkt, sollte man darauf hinweisen, letzter Spieltag, andere Anwurfzeit, am Samstag hier in der Arena den HC Erlangen anzufeuern. Frage noch an Robert nach so einer langen Saison mit zwei wahnsinnigen Jahren. Bist du da selber einer, der die Akkus auch mal wieder aufladen muss oder ist bei dir... Ja, auf jeden Fall. Man muss abschalten. Auf jeden Fall nach Hause kommen oder Urlaub genießen, ein paar Tage ohne Handball zu denken, nur abschalten. Aber man weiß auch, dass das wird auch nicht so lange sein, weil dann kommt das Kribbeln wieder und dann geht es wieder los mit Gedanken und für die neue Saison. Aber selbstverständlich muss man abschalten können und alles hinter sich ein bisschen lassen. Und das ist wichtig, das brauchen die Spieler auch, um neue Kräfte da zu kriegen, sodass wir brauchen diese Tage, diese Wochen, diesen Urlaub. Ja. Seid ihr auch in der komfortablen Situation, der Kader fürs nächste Jahr steht, kann es aber trotzdem sein, in der Sommerpause tut sich noch was, da die eine oder andere Option, ach, der ist jetzt auf dem Markt, an den hatten wir vorher vielleicht noch nicht gedacht. Ist sowas noch möglich, Rettig? Ja, Schnäppchen vielleicht gerade. Der wollte auch international spielen. Genau. Nein, also wir vollziehen unsere Planung ja wesentlich früher und gucken nicht, was noch ganz am Ende übrig ist, sondern wir haben uns ja sehr, sehr früh Gedanken gemacht bei der Kaderzusammenstellung. Die ist auch vollständig abgeschlossen. Dementsprechend, nein, also ganz egal, was da jetzt passiert, wenn sich nicht außergewöhnliche Umstände ergeben im aktuellen Kader, dass sich jetzt nochmal jemand verletzt oder wie auch immer, dann ist diese Planung abgeschlossen und die haben wir frühzeitig festgezurrt und da sind wir sehr froh drum, dass wir da nächstes Jahr so eine Truppe zusammengestellt haben. Hast du noch eine? Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns dann am Samstag um 16 Uhr hier gegen den SC Magdeburg wieder. Dankeschön. Tschüss.